Ja, hallöchen, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Peru Plays von der Schüssel in der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Wir sind unterwegs wieder in Train Sim World und diesmal endlich wieder im Vierer. Ja, die Special Edition war im Angebot oder ist aktuell noch Angebot. Also wenn ihr auf PlayStation zockt, geht da rein. Statt knapp 100 Öcken oder über 100 Öcken kostet das gute Stück gerade 30, 31 Euro. Wer da nicht zusteckt, ist doof. Ich war nicht so doof und habe meinen Schwur gebrochen, in diesem Monat nichts mehr auszugeben. Aber zu dem Preis gab es keine andere Wahl. Und jetzt haben wir wieder richtig einen Arsch voll Strecken und wir haben wieder Train Sim World 4. Finde ich sehr schön. Wir fahren jetzt auch eine Train Sim World 4 Strecke, nicht mit der Class 801. Peterborough, Doncaster. Und ja, da schauen wir mal, was sich uns da so anbietet. Ich habe da schon mal was rausgesucht. Wo ist es denn? Warte mal. Nehme ich hier. Zug 1A92. Beverly nach London, King's Cross. Die Strecke werden wir jetzt mal fahren. Und wenn euch die Strecke und der Zug interessieren, ich packe euch wie immer, ich habe mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, so ein paar kleine Randnotizen, Infos zu der Strecke und zu dem Loks oder Triebwagen in die Videobeschreibung. Ne? Wenn es euch gefällt übrigens, nicht vergessen, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Freut mich immer. Ihr könnt mich natürlich für Add-ons und andere Software oder Hardware auch unterstützen bei Tippi. Natürlich denkt zuerst an euch. Ne? Frauen und Kinder sind wichtiger als ich. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt und könnt, gerne über Tippi. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, das soll es gewesen sein. Ich werde mal versuchen, dass wir das Ganze mit dem englischen Zugsicherungssystem fahren. Ich hoffe mal, ich kriege das hin. Also, Daumen drücken. Ich hau mal hier auf die 12. So, fahren Sie diesen LNER-Zug von Doncaster nach Grantham. Okay, Grantham. Kann keine Sau ausbrechen. Kriegst du wieder einen Knoten in der Zunge. Okay. Hauptschlüssel rein, Richtungsschalter natürlich auf vorwärts. Dann machen wir hier die Putze schon mal auf. So, während die Kollegen mich aufsteigen und einsteigen, sehen wir mal zu, dass wir den Bums hier einschalten. Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Ich übernehme keine Garantien hier. Ich habe damit jetzt mal einen Versuch gemacht und das hat ganz gut geklappt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt wieder so hin. Ich glaube, das war's, ne? Warte mal, was haben wir hier noch? Nee, den nicht. Den. So, ich hoffe, das passt jetzt so. Wenn nicht, werden wir das... Oh ja, das passt auf jeden Fall. Den machen wir gleich mal aus. So, kurzer Blick auf die Möhre. Schöner Zug. Wirklich schöner Zug. Könnte auch ein deutscher ICE sein. Das ist der englische ICE sozusagen. Ne? Sehr schön, sehr knuffig zu fahren. Kann ich nur empfehlen. Jetzt fällt mir gerade was auf. Ich hatte das eigentlich umgestellt. Jetzt warte mal ganz kurz, bevor es hier weitergeht. Weil ich hatte das eigentlich umgestellt auf das kleine Hard, auf das neuere. Warum ich das jetzt nicht übernommen habe, keine Ahnung. Wir holen das mal schnell nach. Minimales hat bla bla bla, minimal, wo ist er denn? Wo ist er denn? Steigungsdampf, Feuermodus, Trinkmodus. Habe ich jetzt gerade was auf dem Auge, Freunde? Zielmarkierung, Haltemarkierung, Signalmarkierung. Wo versteckt sich der Bub? Ja, kannst du dir denn, warte mal. Oder ist es im Allgemeinen? Anzeigemodus, 4K, alles gut. Zugsteuerungsbenachrichtigung, bla bla. Spielerhilfe. Automatisches Kuppeln, bla bla bla. Den ganzen Bums brauchen wir nicht. Jetzt ja, habe ich jetzt aber wirklich was am Auge, oder Freunde? Jetzt mal ohne Scheiß. Also einmal gehe ich es noch durch, dann gebe ich es auf. Weil ich wollte nämlich eigentlich, das hat unten rechts mit den Geschwindigkeiten und so eigentlich ausblenden. Und das kann man ja machen, ne? Man kann es auf minimal einstellen. Und ich finde das jetzt wieder nicht. Ich werde hier total bekloppt, Freunde.
Anzeigemodus. Bewegungssicherung. Spiel speichern. Zugänglichkeit. Anzeigen. Ah, hier, Hat-Typ. Das ist bei der Zugänglichkeit. Ach komm, hör doch auf. Leute, ne? Es ist nicht einfach. So, ja, guck mal, das sieht doch schon knuffiger aus, ne? Gut, dann warten wir mal kurz. Ich sehe gerade, Licht habe ich noch gar nicht an. Das sollten wir vielleicht noch machen. Wird immer gern gesehen, ne? Wenn man so Licht hat und so. Was wollte ich noch? Ach so, ja, sicherheitshalber. Ich weiß ja nicht, ob wir durch Tunnels fahren oder so, ne? Führerpultbeleuchtung mache ich mal auf Mitte. Sicher ist sicher. So, gucken wir mal. Leuchtet alles? Alles vom Feinsten. Sehr schön. Ja. Kurzer Blick hier über den Bahnhof von Doncaster. Oder spricht man es Doncaster aus? Ich weiß es nicht. Das ist eine Ecke von England. Da war ich nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sind auch schon abfahrbereit. Das heißt, ich brauche mir da gar keinen Kopf mehr drüber machen. So, dann würde ich mal sagen, bremsen, zack, Feuer. Ich sehe gerade, ich brauche gar nicht jetzt so weit fahren. Da vorne ist ein rotes Signal. Kann ich gleich hier wieder auf die Bremse steigen hier vorne. Ja, geht ja gut los hier. Ich bin jetzt ein bisschen nervös. Ich fahre jetzt das erste Mal wirklich mit dem englischen Sicherungssystem. Ich will mir das jetzt mal so in Zukunft ein bisschen angewöhnen, mit dem Sicherungssystem auch damit zu fahren. Bei den Engländern ist es ein bisschen einfacher als bei den Deutschen. Deshalb fangen wir ja auch mal mit den Engländern hier an. Ich fahre die Strecken ja auch sehr gerne, die englischen. Ihr wisst das ja. So, jetzt kriegen wir grün. Okay. Finde ich interessant. Also es ist jetzt irgendwie gar kein Zug entgegengekommen. Es ist irgendwie auch kein Zug durchgefahren jetzt irgendwie gerade. Ist ein bisschen merkwürdig. Na gut, Abfahrt. Was ich auch nicht verstehe, wieso er meine Einstellung überschrieben hat. Sehr merkwürdig. Also ich bin fest überzeugt, dass ich das definitiv umgestellt hatte auf das kleine Hat. Dann wünsche ich gute, angenehme Fahrt und ich hoffe auch unterhaltsame Fahrt. Und Daumen drücken, dass wir nicht gleich eine Zwangsbremsung reinkriegen hier. Also wie gesagt, Special Edition aktuell. Heute haben wir den 3. März 2024. Aktuell, ich weiß jetzt nicht, wie lange das Angebot gilt, ja. Aber es müsste aktuell noch gelten. Die Special Edition für 30 Euro und noch ein paar zerbröselte. Leute, holt's euch. Ja, ein Riesenpaket. Mit den 4 Standardstrecken für Train Sim World 4, das Einsteigerpaket. Tolle Sachen dabei. Hier natürlich der ICE, den wir jetzt gerade fahren. Der Flying Scotsman, Dampflok. Da müssen wir uns auch nochmal reinsetzen. Ne? Da habe ich ja noch überhaupt gar keine Aktien drin hier in Train Sim World 4. Dann eben halt noch ein paar ältere Strecken auch, wie zum Beispiel der TGV und so. Also schöne Sachen. Insgesamt 8 Strecken. Ganz, ganz viele Triebwagen und Loks und Anhänger und Gedöns. Und tolle Maps. Holt's euch, Freunde. Kann ich euch nur ans Herz legen, bei dem Preis gibt's gar keine Diskussion. Ist Pflicht. So, jetzt werde ich mal ein bisschen weniger sabbeln, weil ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen auch die Ohren spitzen. Wie gesagt, mit dem englischen Sicherungssystem bin ich jetzt noch nicht so firm. Ich weiß, es ist relativ einfach. Deshalb hoffe ich mal, dass wir hier auch in einem Rutsch durchkommen. Warum röttelt denn das so? Habt ihr es eben gemerkt? Hat so ein bisschen das Bild gerödelt, ne? Komisch. Also so wie es aus... Was ist Redford? Um 9.38 Uhr. 14 Meilen. Ach so, ist kein Express. Also wir haben den einen oder anderen Halt dazwischen. Okay, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich dachte, das wäre jetzt ein Expresszug. Gut, dass ich gerade noch mal schaue. Ich dachte, das wäre ein Express. Ja, okay.
Muss ich mal sehen, dass ich hier rechtzeitig anbremse. Weil der beschleunigt richtig gut hier, der Kollege. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich da mal eine Umlackierung auf DB mache, weißt du? Hier mal in Deutschland fahren lassen, die Kiste. Er ist ja auch von der Optik, dem deutschen Intercity, gar nicht so unähnlich. So, hier müssen wir eh runterschalten auf 0. So. Aber eine leichte Steigung. Okay, das heißt, wir dürfen wahrscheinlich gleich wieder nachregeln. Ich habe jetzt nicht sowas wie ein Tempomaten gefunden oder ähnliches. Wenn ihr euch mit dem Modell hier ein bisschen besser auskennt als ich, gerne in die Kommentare schreiben. Also ich habe da nichts gefunden. Ich mache das jetzt alles mal per Hand hier. Alter, was sind das für Übergänge? Das ist eine Schnellfahrstrecke hier, Leute. Ich habe heute mal wieder meine Statistiken durchgeschaut bei YouTube. Freunde, wusstet ihr schon, dass von allen Leuten, die sich dieses Video anschauen, 98 das erste Mal dabei sind? 98%? Und nur 2% lassen Daumen nach oben da, Freunde. Steht nicht außen. Gebt ein Like. Ich bin ja gespannt, ob wir auch den Flying Scotsman hier auf der Strecke mal treffen. Das ist ja auch eine Strecke, die man, glaube ich, fährt mit dem Flying Scotsman. Das wäre eine coole Sache. Oh, hier geht schon runter auf 110. Ach, du ahnst es nicht. Meine Güte. Jetzt bin ich hier am Sabbeln, weißt du, ich versabbel mich hier schon wieder. So. Aber nochmal gut gegangen. Ganz kurz waren wir jetzt mal drüber. Oh, 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 oh. Junge. Also das neue, einfachere hat gefällt mir besser. Also es ist natürlich nichts für Einsteiger, ne? Aber wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, ich finde es schöner, weil man hat auch mehr Bildschirm, ne? Also das ganze Gekröse da am Bildschirmrand ist dann weg, ne? Rechts. Ja, ist schöner. Was mich jetzt tatsächlich wundert, dass wir nichts hören vom Sicherheitssystem. Das ist sehr merkwürdig. Also eingeschaltet ist alles. Also wir sehen auch hier, ne, den Stern hier. Leuchtet, ne, leuchtet. Entschuldigung, mir kommt gerade so ein bisschen die Kohlensäure hoch. Hier die schöne Cola gerade am Trinken, ne. Ist beim Reden nicht so toll. Ja, also wie gesagt, man sieht optisch, es müsste eingeschaltet sein. Deshalb wundert mich das ein bisschen, dass man nichts hört. Ich hatte es schon mal eingeschaltet. Es kann natürlich sein, aber das dürfte eigentlich nicht sein, wenn ich das Headset anhabe. Weil diese Signaltöne kommen über den Controller normalerweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Einfluss hat, wenn ich jetzt den, ja, das Headset angeschlossen habe. Ob es daran liegt, keine Ahnung. Kann sein. Also an ist es. Aber wie gesagt, wir haben auch jetzt noch keine Zwangsbremsung oder irgendwas gekriegt, also sollte alles passen. Also ihr habt es gesehen, ihr seid Zeuge. Ich habe alles eingeschaltet. Alles an Bord hier. So, um 9.38 Uhr sollten wir eintreffen hier in was? Redford? Okay. 4,4 Meilen.
sollte hinkommen. Wir sind ja auch gut unterwegs. Aber wenn ihr auf dem Hut links, ne, außen rechts guckt, ne, ihr habt immer wieder eine Steigung drin. Ihr müsst immer wieder nachjustieren hier auf der Strecke. Geht immer ein bisschen aufwärts, ein bisschen abwärts. Ist so ein bisschen Achterbahn. Erinnert mich gerade so an die Strecke hier vom LGW Mediterranee. Ne? Da habt ihr ja auch so Achterbahn. Ne? Hier ist ein bisschen so ähnlich. Nicht so extrem, aber ihr müsst schon immer gucken, dass ihr nicht Geschwindigkeit verliert oder zu schnell werdet wegen Gefälle oder Steigung. Oh, jetzt müssen wir schon hier. Nehmen wir die Bremse hier schon mal rein hier. Da geht es schon runter auf die 50 und. Oh Gott. Jetzt müssen wir mal runter hier. Na, war ein bisschen spät, aber besser spät als nie, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu früh runtergebremst. Ich. Nehmen wir ein bisschen Bremsleistung raus wieder hier. Dass wir nicht ganz hier ausrollen, noch vor dem Bahnhof. Das wäre es ja, ne? Junge. Alter, als ich Transimworld 4 wieder installiert habe, Leute, ich wusste gar nicht, wie viel ich schon in den Vorgängerversionen auf PlayStation hatte. Leute, wir haben richtig einen Arsch wegzufahren. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, freut euch. Wir werden auch demnächst mal ein paar ältere Strecken wieder fahren. Auch zu denen wird's dann, weil es die damals noch nicht gab. Ah! Da meldet er sich. Ja, und da werden wir dann auch ein paar Informationen dann dazu releasen. Nein! Nein! So, da hatten wir unser erstes Fail, ne? Lieblingswort mit N. Nochmal! Das heißt, ich bin für euch nochmal hier hochgedüst. Wir sind jetzt wieder kurz vor Redford. Und ich werde sehen, dass ich jetzt auf mein System höre. Ich meine, das hat gepiept. Ich habe da nicht drauf reagiert. Ja, klassische Autofahrerreaktion, würde man fast sagen, ne? Das ist... Junge. Ja, wir werden jetzt deutlich vorsichtiger jetzt hier einfahren. Und ich werde noch deutlicher auf die Signale und natürlich die akustischen Signale achten. Junge. Sorry, Freunde. So, da gült es schon. Und da ist unser rotes Signal, nämlich genau vor der Haltestelle. Und jetzt gehen wir gleich vorsichtig die Mutter der Porzellankiste ganz, ganz sachte runter, ja? Dass wir vor dem Signal auch halten können. Sorry, Freunde. Schöner Fail. So, ich fahre jetzt aber ein bisschen langsamer ran. Vielleicht haben wir ja Glück, jetzt wenn ich so ein bisschen langsamer ranfahre, dass er vielleicht vorher noch auf grün rumschnüpselt. Wer weiß. Sieht aber nicht so aus. Oh, jetzt wird er grün. Gerade sag ich noch, ne? Gerade sag ich's noch. Junge. Was für eine Geburt. Da muss irgendwie ein Zug recht nahe vor uns sein, dass er uns hier jetzt noch rot angezeigt hat. Ich hoffe, bei dem Halt jetzt gewinnen wir so ein bisschen Abstand.
dass wir den Rest der Strecke dann einigermaßen durchfahren können, sozusagen. So, Junge, das war jetzt fast ein bisschen peinlich, aber nur ein bisschen. So, jetzt sind wir aber da. Oha, hier ist ganz schön was los. So, Weiterfahrt um 9.39 Uhr, das heißt, wir können hier uns auch mal ganz kurz ein bisschen umschauen. Ich liebe ja die Details, ne, an den Bahnhöfen und auf der Strecke. So, hier ist unser Zug, London King's Cross. Über Grantham. 5 Wagen haben wir dran, okay. Pünktlich, so wie es sein sollte. Noch jedenfalls. Aber wir sind ja gerade erst losgefahren. Ich hoffe, es bleibt auch bei der Pünktlichkeit hier. Aber wirklich ein wunderschöner Zug. Warte mal. Da würde ich mal ganz schnell... die Zeit nehmen wir uns schnell. Da würde ich mal schnell ein nettes Foto machen. Warte mal. Mal ein bisschen tiefer hier. So ein bisschen auch die Größe von dem Zug ein bisschen mit. Ja! So, ne? Ich glaube, das kann man machen, wa? Moment. Bam! Speichern, hochladen bitte. Rubbel die Kerz, Abfahrt. Sehr schön. Ja, das kann man ja mal nebenbei erledigen. So, wie spät haben wir? Jetzt haben wir immer noch eine Minute. Junge. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die alten Bahnhöfe in England liebe? Ne, also hier, ne, mit den kunstvollen Verzierungen, so alles im viktorianischen Stil. Ne, also auch bei den renovierten Bahnhöfen hat man immer so drauf geachtet und achtet man bis heute drauf, dass so dieser... Stil so ein bisschen erhalten bleibt und das finde ich auch absolut in Ordnung. Entschuldigung, was machen Sie denn da? Können Sie mir mal sagen, hallo, nee, Frau, wenn Sie die Moonwalk, die hat auch noch die Ohrlaschen da drin. Also wenn Sie die Moonwalk trainieren wollen, ne, nicht auf dem Gleisbett hier. Junge, was sind das für Typen hier, ne? Es ist unglaublich. Immer wieder was Neues hier. Okay. Da muss ich die Bahnhofspolizei drum kümmern. Ich habe da keine Zeit. Wir müssen doch gleich weiter. Die da hinten an der Tür können sich auch nicht einigen. Sag mal, was ist mit euch verkehrt, Leute? Ist das irgendwie eine Tanzeinlage, ein Flashmob oder The Walking Dead? Ich weiß das nicht. Ich guck da nicht mehr hin. Da wird immer ja anders, Mensch. Naja, gut. Nicht hingucken. Nur wundern. Ich glaube, ich lasse die Bremse erstmal drin hier so ein bisschen. Nicht, dass wir rückwärts wegrollen, das wäre ein bisschen suboptimal. So, wir dürfen weiter. Dann hat das Elend an der Tür jetzt auch gleich ein Ende hier. So. So, weiter geht's nach Grantham. Oh Gott. Das ist auch so ein Zungenbrecher, aber Grantham. Es gibt ja sehr viele Leute, die dieses TH nicht aussprechen können. Ja, ich meine, das ist jetzt auch nicht ein Laut, den man in deutschen Landen kennt, ne? Aber ich denke mal, jeder so ab mittlerer Reife aufwärts, ne? Hauptschule, selbst Hauptschule hat ja Englisch, ne? Das kriegt man hin. Bisschen üben, dann geht er schon. Also sagen wir auch. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ist es tatsächlich Grantham oder Grantham? Könnte beides sein, ne? Falls sich jemand auskennt, mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, unsere Fahrt geht, glaube ich, auch nur bis Grantham, oder? Wir müssen gleich mal gucken. Werden wir gleich merken. 31 Meilen. Ankunft 9.59. Na gut. Wenn ich nicht wieder in den Sack hau hier, ne? Das kann natürlich auch passieren. Jetzt wollte ich schon wieder losdonnern hier mit der Keule, ne? Es lädt ja aber auch ein, ne? Das Ding gibt richtig Feuer.
es widerstrebt einen so von Natur aus, damit nur 40 Meilen zu fahren, ne? Das ist ganz schlimm. Wir schon gleich wieder runterbremsen. Auch 115 sehe ich gerade. So kommen wir ja nicht in Schwung hier. Was soll denn das? Aber durch das Warten haben wir jetzt scheinbar freie Bahn hier vorne. Wir sehen es an den Signalen rechts, ne? Alles grün. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Also bis jetzt zeigt sich das englische Sicherungssystem ja sehr pflegeleicht. Also als ich jetzt gerade den Neustart gemacht habe, habe ich jetzt auch nochmal die akustische Meldung gehört. Da gibt es sogar eine gesprochene Meldung, dass das System aktiviert ist. Aber ich habe es auf dem Controller gehört, nicht im Headset. So, bis der bei 115 ist, können wir gleich schon wieder auf 125 hoch, ne? Naja, fast. Fast. Aber ganz schön was los hier auf der Strecke, ne? Was uns so entgegenkommt, die scheinen einen ziemlich straffen Takt hier zu haben. Und natürlich eine wunderschöne, detaillierte Map wieder hier, ne? Das macht richtig Spaß, hier durchzuknallen. So, jetzt dürfen wir auch wieder volle Möhre durchtreten hier auf 125 Meilen. Das machen wir auch ganz fix. Entschuldigung, gerade verschluckt. Holla. Scheibenwischer. Ich wollte gerade sagen, kein Peru Plays Video ohne Regen, ne? Ach ja, Tradition ist Tradition, ne? Deshalb habe ich mich auch gerade verschluckt. Ich habe den ersten Regentropfen gesehen, da war es passiert, ne? Sorry, Freunde. Es war so typisch, ne? Ich sollte während dem Stream nicht trinken. Definitiv nicht. Irgendwo verschlucke ich mich immer, weil ich lachen muss oder irgendwas anderes passiert. Ach, tut das jetzt Not? Ach, das ist jetzt auch dunkel geworden, ne? Leute. Tut das Not?
Ist das denn auch noch glitschig hier, oder was? Jetzt schaut euch das mal an, wenn so links und rechts der Strecke, da haben wir richtig Bodennebel. Junge, Junge. Also das ist jetzt so England aus dem Bilderbuch, ne? Das Klischee lebt. Nebel, Regen, ne? So Alfred Hitchcock wollte ich schon sagen, Edgar Wallace wollte ich sagen. Ne? So in der Richtung, ne? Wie die alten Edgar Wallace-Filme. Jetzt bremse ich ab, jetzt wird der Krüppel wieder grün, ne? Junge, 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 Junge. Na gut. Dich aufregen, Peru. Du ruhst in dir, du bist völlig ruhig. Du hast einen verantwortungsvollen Job für all diese Menschen hinter dir. Wusa. Jetzt im Ernst, ist das Schnee? Haben wir irgendwie eine Klimazone überschritten? Habe ich was verpasst? Das ist nicht euer Ernst. Das ist bitteschön nicht euer Ernst. Tatsache. Schnee. Alter, was geht denn hier? Okay. Kannst du dir nicht ausdenken. Ein Land, zwei Klimazonen, mindestens. Also Regen, ja, aber Schnee? Na gut. Ja, wir müssen es nehmen, wie es kommt, ne? Und so, ja, so ist es, ne? Also, Leute, das geht mir wirklich nicht ein, ne? Wie kann man diese ganzen unbeschrankten Übergänge haben auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke? Hier knallen die ICEs durch mit 125 Meilen pro Stunde, also was weiß ich, 240, 250 dürfte das entsprechen. Ja, ja, unbeschrankt reicht, passt schon. Die können ja hupen. Ist klar, das machen wir in Deutschland. Ach du liebes Lieschen. Ja, also ich bin schon, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass es jetzt gereicht hat, doch noch für Trains to World 4. Ich habe beide Strecken vermisst, ganz ehrlich. Die neuen natürlich, aber auch die ganzen alten Strecken, die ich auf PlayStation schon vorher hatte. Vom ersten, vom Zweier, teils vom Dreier noch. Also, ja, das eine oder andere fehlt trotzdem noch, aber der Großteil ist wieder da und das freut mich. So, hier können wir mal so ganz zärtlich schon mal von der Geschwindigkeit runtergehen. Bei der Hund, ja, da ist schon die Beschränkung auf 100. Entschuldigung, mir steckt doch das Getränk im Hals hier. Sorry. Das ist noch nicht unser Halt. Das ist eine Durchfahrt, die uns da bevorsteht. Was witzig ist, wir gehen auf 100 runter, der Bahnhof kommt aber erst danach. Und da dürfen wir schon wieder auf 125 hoch. Ist ein bisschen merkwürdig. Okay. Aber machen wir. Wir tun, wie uns befohlen. Nicht wundern, wenn ich mich ab und zu mal so ein bisschen räuspern muss im Hintergrund, weil, wie gesagt, mir steckt noch so gerade so ein bisschen der Drink im Hals hier. Und da schon der nächste. Und der Schnee wirbelt auf hier. So, wir dürfen wieder auf 125 beschleunigen. Ich hoffe mal, das Signal da hinten ganz rechts schaltet, schnöppelt noch um auf grün. Ja, sieht gut aus.
Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, so ein Wetterumschwung auf der Strecke, mitten auf der Strecke. War doch ein bisschen überraschend. Sagst du, bei der Abfahrt noch so frühlingshaft, ja, schon fast die Frühlingsgefühle aufgekommen und jetzt bist du ja schon in vorweihnachtlicher Stimmung wieder, ne? Sehr abgefahren, sehr abgefahren. Komm, genieß mir noch so ein bisschen die winterliche Stimmung hier. Kannst du dir nicht ausdenken. Aber ich glaube, Grantham, wenn ich das richtig gelesen habe, war auch unsere Endhaltestelle. Da übergeben wir den Zug. Ich wäre gerne ein bisschen länger gefahren. Also wir können gerne diesen Zug nochmal fahren. Gerne nochmal auf einer längeren Strecke. Der macht dir richtig Spaß. Ich wollte ursprünglich tatsächlich auch länger fahren, die längere Strecke. Aber es ist schon ein bisschen spät. Und naja, wir müssen ja alle wieder morgen arbeiten. Ich auch. Und deshalb, wie gesagt, produziere ich jetzt hier heute mal eine kürzere Folge mit einer kürzeren Strecke. Auch die sind es wert, gesehen zu werden. Also, bitteschön. So, wie weit ist denn das noch hier? 9,7 Meilen. Das ist jetzt nicht mehr so weit. Können wir uns schon mal darauf einstellen, dass es gleich wieder rapide bergab geht hier mit den Höchstgeschwindigkeiten. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Gefälle hier gerade, sehe ich. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Geschwindigkeit drauf kriegen. Also jetzt ist mal langsam gut, ja? Jetzt kannst du mal langsam aufhören mit Schneien. Ist schon alles weiß hier, reicht. Okay, da geht es schon los mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ja, gut 6,5 Meilen. So, jetzt mal Zeit, so langsam anzubremsen. Alter, hat irgendjemand mitgezählt hier die unbeschrankten Übergänge? Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Isle of Wight, an die Bahn, ne? Das ist ja im Vergleich hier zu einer Bimmelbahn, ja? Ich meine, das Ding, das fährt, was weiß ich, maximal 60 Meilen pro Stunde, ist auch nicht langsam, ja? Aber die Jungs knallen hier mit 125 durch. Also sicherheitstechnisch sehr bedenklich, Freunde. Sehr bedenklich.
So in 3-4 Minuten sollten wir ankommen. Ich bin mal gespannt, wie wir da hinkommen von der Zeit her. Okay, jetzt müssen wir aufpassen hier. Jetzt geht schon wieder runter hier. Mach mal jemand das Licht an hier, Mensch, Kruzidücken. Alter, ich hab doch hier das Führerstandslicht und alles angemacht. Alter, die Kiste, der funktioniert ja gar nichts hier, ne? Naja, okay. Aber wir sind ja auch gleich hier raus. Das sind 2,4 Meilen, 1,8 Meilen. Das ist unser Bahnhof. Das ist unser Bahnhof. Das heißt, wir bremsen mal noch weiter runter. Wenn es 1-2 Minuten später ist, egal. Hauptsache sicher rein hier in die Butze. So, 50 Meilen, das sollte handelbar sein jetzt hier. Ah, und da kommt die Sonne raus. Jetzt, wo wir wieder da sind, weißt du? Lustige Vögel hier. Regnet das noch? Ja, kommen wir wieder noch neue Flocken hier. Beziehungsweise Regen, keine Ahnung, was das jetzt ist hier. So, dann rollen wir doch mal ganz elegant hier ein. Die Zeit haben wir. Da machen wir jetzt gar keinen Stress hier. Ja, haben auch noch alle den Regenschirm auf hier. Et voilà, wir sind da. Wir sind nicht alle tot, hurra! Und sogar pünktlich. Müsste sogar fast auf die Sekunde gepasst haben. Ich glaube, das war's. Wir müssen gleich mal gucken. Weil ich sehe da unten jetzt auch gar keine Abfahrtszeit. Ich denke, das war's. Jawohl, das war es. Benötigte Zeit 38.05. Ja, plus zweitem Anlauf ein bisschen länger. Ja, das ist die East Coast Mainline, Peterborough nach Doncaster und zurück. Wie gesagt, wer sich für die Strecke so ein bisschen interessiert, ich werde euch in die Videobeschreibung ein paar kurze Infos dazu reinlegen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Wer mich unterstützen will auf andere Weise, kann das über Tipi tun. Link ist auch in der Videobeschreibung, natürlich nur, wenn ihr könnt. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß und schaut das nächste Mal wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.